Also dort, wo die Menschen am meisten unter dem Einfluss des Klimawandels leiden, sind häufig Gebiete, die stehen auch auf dem Sicherheitsrat und auf seiner Agenda. Das sind Gebiete, die sind in Kriegen und Konflikten, oder es sind Gebiete, wo Menschen mit den verschiedenen Lebensformen aneinander geraten. Man kann zwei Beispiele machen oder vielleicht sogar mehrere. Das eine Beispiel wäre Somalia. Somalia ist in diesen Tagen in den Medien wegen der Hungerkrise, man spricht sogar von Famine, das ist die schlimmste Form von einer Hungerkrise. Und da geht es auch darum, wieso. Es gibt viele Klimavertriebene, aber auch viele Gebiete, die humanitären Akteure nicht erreichen können, weil diese Gebiete unter dem Einfluss von Al-Shabaab sind, einer Organisation, die nicht allen Zugang gibt in die Gebiete und der Krieg herrscht. Das heißt, viele Leute sterben und wahrscheinlich noch mehr, weil sie eben nicht versorgt werden können in den Gebieten, wo Krieg herrscht. Ein anderes Beispiel ist die Ukraine. Da spricht man sehr wenig von Klima, man spricht sehr viel von Sicherheit, aber viele Gebiete sind vermint. Also die Leute, die bauen, können sie nicht mehr bearbeiten. In vielen Gebieten liegen Waffen, die nicht explodiert sind. Das heißt, es ist Gefahr für Kinder, aber auch Gefahr für alle möglichen Leute, die da durchgehen möchten. Auf den Straßen sind zum Teil auch Minen verlegt worden. Das heißt, es gibt ein Sicherheitsrisiko für die Menschen, das auch klimatische Auswirkungen haben kann. Man spricht von den Atomkraftwerken, die unter dem Krieg und den Kriegseinflüssen leiden. Wenn ein Atomkraftwerk beschossen wird, dann können wir uns schwer vorstellen, was da alles passieren kann. Aber die klimatischen Auswirkungen wären natürlich nicht nur die klimatischen, aber alle Auswirkungen sehr, sehr groß.